Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 2. August. Welchen ihr Herz nicht fest war und ihr Geist nicht treulich hielt an Gott, wie die Kinder Ephraim, die geharnischt den Bogen führten, abfielen zur Zeit des Streits. Psalm 78, Verse 8 und 9. Vor der Schlacht waren die Krieger Israels angetreten. Alle Augen sahen auf die Leute aus Ephraim. Die waren herrlicher als alle anderen. Wie glänzten ihre Brustpanzer? Wie mutig schwangen die Bogenschützen ihre Waffen? Aber als es ernst wurde und man gegen den Feind zog, brach unter den Ephraimiter eine Panik aus. Sie liefen davon. Eine schmähliche Geschichte. Man hat sie in Israel nie vergessen. Wie war denn das möglich? Unser Psalmwort gibt die Antwort. Sie verließen sich alle zu sehr auf ihre herrliche Rüstung und ihre Bogen. Weil aber Israel nicht ein Volk wie andere war, sondern das Volk, mit dem der lebendige Gott einen Bund gemacht hatte, sollte der Herr ihre Stärke und ihr Vertrauen sein. Nun wurden sie mit ihrem Vertrauen auf irdische Waffen zu Schanden. Ihr Geist hielt nicht treulich an Gott, sagt unser Textwort. Das ist eine wichtige Warnung für alle, die im Bund des Neuen Testaments stehen, der auf Golgatha durch das Blut Jesu geschlossen wurde. Wer in diesen Bund getreten ist, der macht ähnliche Erfahrungen wie die Ephraimiten. Er wird zu Schanden werden, wenn er sich auf seine Klugheit oder Kraft verlässt. Der Herr, der uns so treu erkauft hat, will uns alles sein. Aber dann geschieht es, wenn wir geschlagen und verzweifelt allen Glauben an uns selbst verloren haben, dass der Herr uns aufhebt und uns zu Siegern macht. Die Bibel fordert nicht, seid stark. Sie sagt vielmehr, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Herr, schaffe in uns neues Leben, dass wir uns stets zu dir erheben, wenn uns entfallen will der Mut. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.